Und viele, die nicht wissen, worum es geht, meinen, die, die die Selbstbestimmung wollen, sind noch eine eigene Gruppe. Ich glaube, das Ziel haben alle das Gleiche. Weg von diesem Staat. Und ich glaube, innerhalb der Europäischen Union bietet sich diese Möglichkeit, auch durchaus für Südtirol. Und ich denke, hier ist es einfach wichtig, die Bevölkerung auch objektiv zu informieren. Denn natürlich, wenn man jemanden auf der Straße fragt, was willst du, dann ist es leicht zu sagen für einen, ja, ich will unabhängig sein, ich will nicht von Wien abhängig sein, ich will nicht von Rom abhängig sein, wir holen uns die Italiener noch mit ins Boot rein. Nur ist natürlich schon die Frage, ob das auch bis zum Schluss realisierbar ist. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, dass wir unsere Zukunft davon abhängig machen, ob wir die Italiener in Südtirol überzeugen können. Denn ich sehe da einfach keinen großen Boden von Italienern in Südtirol, die bereit wären, sich von Italien abzuspalten. Wir sehen das in ganz kleinen Beispielen. Gestern hat in Bruneck unten wieder diese Kranzniederlegung der Alpini vor dem faschistischen Alpini-Denkmal stattgefunden. Wo sind die Stimmen der gemäßigten Italiener in Südtirol, die sagen, ich will das nicht? Oder die faschistischen Ortsnamen, die sagen, nein, ich kann mich als gemäßigter Italiener nicht damit identifizieren. Ich höre sie nicht. Es gibt in Südtirol keine politische Vertretung. Und wir hatten das Beispiel in Bozen. Dort wurde darüber abgestimmt, ob der Siegesplatz nur Siegesplatz oder Friedensplatz heißen soll. Und das ist bei Weitem eine ganz andere Abstimmung für die Italiener, als wenn es darum geht, sollen wir bei Italien verbleiben oder nicht. Und die Mehrheit der Italiener hat sich nicht für den Frieden, sondern hat sich für den Sieg entschieden. Und ich glaube, wir müssen uns schon die Frage stellen, ob wir uns als Bevölkerung in Südtirol, die wir 70% ausmachen, unsere Zukunft davon abhängig machen sollen, ob es uns vielleicht gelingt, einen kleinen Anteil von Italienern zu gewinnen. Ich glaube, eines müssen wir ganz klar den Italienern sagen. Wenn wir weg von diesem Staat kommen, dann garantieren wir euch, dass eure Rechte nicht beschnitten werden. Das heißt, dass ihr das Recht auf Gebrauch der Muttersprache und so weiter habt, genauso wie wir es heute als Deutschsprachige in diesem italienischen Staat haben. Aber davon abhängig zu machen, ob wir von Italien wegkommen, ob wir Italiener für dieses Projekt zu gewinnen, da wäre ich vorsichtig, denn da bin ich sehr skeptisch, dass wir Italiener dafür gewinnen. Und ich glaube, auch hier spielt die Europäische Union eine Rolle. Wir müssen uns die Frage stellen, welches ist der leichtere Weg, von Italien wegzukommen? Ist es der Weg eines eigenen Staates, wo sicherlich auch die Frage zu klären ist dann, ist man Mitglied in der EU, hat man einen Euro, muss man eine Währung aufbauen, oder als Teil dann der Republik Österreich, wo man dann vielleicht auch Bedingungen stellen kann, dass man sagt, wir gliedern uns oder nehmen die Wiedervereinigung nur dann an, unter diesen und diesen Voraussetzungen, das heißt völlige Selbstverwaltung und nur das, was wir nicht selber verwalten möchten, wie beispielsweise Währung oder so weiter, überlassen wir einen anderen Staat. Das sind Dinge, Fragen, die zu klären sind und zu klären sind, bevor ich der Bevölkerung die Frage stelle, für welche Zukunft möchtest du dich entscheiden? Und deswegen halte ich es für wichtig, dass man sich hier nicht auseinanderdividiert, sondern dass man hier gemeinsam dieses Ziel in den Vordergrund stellt und das heißt weg von Italien. Also. Herr van Seys, also weg von Italien, also weg, also wie ich es auch letzthin vor zwei Tagen gelesen habe, also von den italienischen Bankrotteuren, also ist auch so ein Schlagwort, also das momentan ja wirklich weltweit für Schlagzeilen sorgt. Aber Herr Heiß, Sie sind da ja etwas anderer Meinung. Also Sie sehen die Zukunft ja bei Italien, also in diesem Staat. Jetzt gibt es ja mit diesem Staat enorme Probleme. Warum glauben Sie, also täte Italien da nicht gut, wenn es zum Beispiel eine Provinz, also die von vielen Italienern ja immer noch als unter Anführungszeichen Unruheprovinz interpretiert wird, ja, in die Freiheit entlassen würde. Ich weiß schon, das ist jetzt, ich führe Sie etwas aufs Glatteis, aber ich weiß, dass Sie den Weg wieder zurückfinden. Noch ist nicht Winter und das Glatteis ist relativ weit entfernt. Ja, man muss sehen, ob wirklich die Südtiroler aller Sprachgruppen von Italien weg wollen. Das heißt nicht, dass ich begeistert bin, bei Italien, bei diesem Staat zu sein. Ganz und gar nicht. Da sind sehr viele Italiener gleichfalls nicht sonderlich begeistert, bei diesem Staat zu sein, der nicht funktioniert. Aber zunächst einmal denke ich, dass Italien zwar einen enormen Schuldenberg hat, aber seine wirtschaftliche Basis, vor allem im Norden, beileibe nicht schlecht ist. Die Exporte haben zugelegt, es ist einiges auf dem Weg, also so schnell geht Italien nicht den Bach runter. Das muss man einmal deutlich sagen. Also wir stehen hier nicht, wie die Herren und Damen hier suggerieren, unmittelbar vor dem Abgrund, sondern da liegt schon noch einiges dazwischen, unter anderem auch Europa.
Ich glaube ganz entschieden an die Autonomie dieses Landes, an eine Autonomie aller Sprachgruppen in einem relativ losen Zusammenhang mit Italien, mit einer engen Vernetzung hin zu Europa und zum Bundesland Tirol und zum Trentino. Also davon bin ich fest überzeugt. Denn ich halte die Situation, die hier geschildert wird, nicht für realistisch. Ich verstehe den Wunsch, aus diesen Verhältnissen, aus diesen Unklaren rauszugehen und in eine klare Situation, entweder Freistaat oder zurück zu Österreich. Aber dagegen stehen einige wirtschaftliche Fragen. Müsstet ihr mir schon beantworten, was ist dann mit den Staatsschulden, von denen wir bisher eigentlich wenig verspüren in Südtirol, bis auf allfällige Steuerlasten, die auf uns zukommen? Was wäre dann mit den Staatsschulden in einem Freistaat oder zurück zu Österreich? Würde dann Südtirol seinen Teil der Staatsschulden übernehmen, etwa 20 bis 21 Milliarden Euro, was wäre damit? Was wäre mit dem Rentensystem? Wie würden die Rentenansprüche realisiert werden? Also man muss das wirklich einmal genauer und näher ansehen, um die Realität hier ein wenig wirken zu lassen. Ich denke, die Südtirol-Autonomie und Südtirol ist in dieser Verfassung wirtschaftlich bisher sehr gut gefahren. Wir haben sicherlich in vieler Hinsicht Probleme, wenn es darum geht, die Bürokratie und den Steuerdruck ein wenig abzubauen. Aber der Landeshaushalt, die Möglichkeiten der Gestaltung, der Zugang zum italienischen Markt, die sind wirklich ungeheuer, das muss man auch sagen. Dann die Frage, die Sven Knoll aufgeworfen hat, die würde ich gerne beantwortet wissen. Sven Knoll sagt wortwörtlich, wenn diese Abstimmung erfolgen soll, hin zu einem Freistaat oder hin zu einer Rückkehr zu Österreich, so wird man auf die Italiener relativ wenig Rücksicht nehmen können. Man wird diese 26-25% überstimmen, heißt das im Klartext, und dann raus aus Italien gehen, entweder in die eine oder die andere Richtung. Ich frage dich, Sven Knoll, sind das die Umgangsformen, die wir eigentlich praktizieren sollten? Ist nicht genau dieser Umgang mit Minderheiten jener, den wir tagtäglich zu kritisieren haben und vor allem früher? Ist es der Sinn, dass wir als Südtiroler, wenn wir deutsch- und ladinischsprachige Italiener überstimmen, sich sozusagen in eine Minderheit versetzen und damit sozusagen die Verhältnisse umdrehen? Mir gefällt diese Perspektive überhaupt nicht, muss ich sagen. Das halte ich für ziemlich schwindlig und würde da genau die Situation ins Gegenteil umdrehen. Wenn ein solcher Weg beschritten werden kann, dann nur im Wege einer massiven Überzeugung, wie sie eben Juli Meyer vorgestellt hat, also wenn man neue Modelle annehmen würde, aber nicht im Wege einer Überstimmung der Italiener. Also ich glaube, das, was ihr hier vorgaukelt, sind in vieler Hinsicht auch Zukunftsträume. Ich denke, man muss wirklich auf dem Boden der Realität bleiben. Italien hat in der Verfassung, dieses Territorium ist unteilbar, die EU hat ihre Verträge und wir haben bereits 1945 hat Südtirol mit aller Macht versucht, hier rauszukommen. Es ging auch nicht. Also ich glaube, von den Perspektiven her ist das sehr unrealistisch, von den finanziellen Folgen her absolut ein Hasardspiel und von dem Umgang mit den Italienern im Land wäre es aus meiner Sicht wirklich Minderheiten verachten. Herzlichen Dank, Herr Heiß. Herr Böder, bevor ich dann zu Ihnen wiederkomme, zumal Sie ja auch direkt angesprochen worden sind, Herr Knoll. Aber vorher möchte ich doch Herrn Böder zu Wort kommen lassen. Es ist jetzt eine Kritik also namhaft gemacht worden, also die ja immer wieder zu hören ist, also dass man mit dieser Frage einfach zu wenig verantwortungsbewusst umgeht. Wie kann man diese Kritik entkräften? Denn man muss es ja, also das haben wir heute ja auch gehört, also einen derartigen Schritt kann man ja nur gemeinsam versuchen herbeizuführen, also durch entsprechend massive Überzeugungsarbeit. Die Frage bleibt, ob diese Überzeugungsarbeit letztendlich auch das gewünschte Resultat bringt. Aber wie halten Sie es mit der Verantwortung, mit der politischen Verantwortung, die dieser Frage natürlich eine ganz besondere Brisanz gibt? Ja, ich glaube, dass es grundsätzlich verantwortungslos wäre, den Menschen keine Zukunftsperspektive aufzuzeigen ohne diesen Staat. Und ich glaube, dass auch sehr viele Italiener mittlerweile erkannt haben, dass mit diesem Staat kein
weiterer Staat mehr zu machen ist, wenn wir heute lesen, dass Silvio Berlusconi sagt, wenn nicht ich, wer dann kann diesen Staat retten? Das ist ein Realitätsverlust, ohne der seinesgleichen sucht. Und ich denke, dass sehr viele Italiener diesen Realitätsverlust schon erkannt haben, aber selbst sehr wohl die Realität sehen. Und auch in Südtirol wäre ein Teil der Italiener zu überzeugen. Ich denke, das wäre auch sehr wichtig. Und eine solche Aufgabe würden auch interethnische Parteien übernehmen können, italienische Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, wenn sie wollen. Denn es wäre verantwortungslos, auch von einer interethnischen Partei den Menschen zu sagen, wir haben eine Zukunft mit Italien. Die haben wir so nicht. Es geht um zwei wesentliche Dinge. Es geht zum einen darum, den Identitätsverlust einer Volksgruppe vorzubeugen, indem man sich von diesem fremdnationalen Staat löst, und zum zweiten natürlich auch die soziale Zukunft unserer Familien zu sichern und auch die Zukunft unserer heimischen Wirtschaft. Die kann man in diesem Gefüge nicht. Und wir sollten durchaus auch dies noch in Richtung Kollegin Stocker gesagt, wir sollten durchaus etwas selbstbewusster sein. Wir dürfen selbstbewusst genug sein. Ich denke, dass man sich um Südtirol schon auch reißen würde, wenn Südtirol aus diesem Staatsgefüge herausgehen würde. Wir liegen strategisch sehr wichtig in einem sehr wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Europa, in Mitteleuropa. Wir haben eine große Wirtschaftskraft, wir haben einen Bruttoinlandsproduktindex von 134, nur Bayern ist noch stärker mit 135. Wir haben, um ein Beispiel herauszuziehen, wir produzieren 5600 Gigawattstunden Strom, brauchen nicht einmal die Hälfte. Das sind 13% der italienischen Gesamtstromproduktion, das sind pro Kopf Stromproduktion fünfmal mehr als in Europa im Durchschnitt. Also wir haben schon etwas auch anzubieten. Und das billige Argument, was ist mit den Staatsschulden? Wir würden, wenn wir es kalt an den Zahlen abrechnen, hätten wir 15 Milliarden Euro an Staatsschulden mitzutragen in Italien. Aber wir müssten schon erst einmal schauen, wie viel haben wir an dieser Staatsverschuldung mitverschuldet. Ich denke, dass da der Süden wesentlich mehr mitverschuldet hat und dass wir, indem wir ja sehr viel an Strom in den vergangenen Jahrzehnten exportiert haben, ohne gefragt zu werden, dass wir einen Teil dieser Staatsschulden schon lange abgetragen haben und dass wir an dieser Staatsverschuldung sicherlich nicht mitgearbeitet haben. Und deshalb auch das Argument der Renten, also wenn ich irgendwo in Europa gearbeitet habe, in Spanien und so weiter, und dort einen Rentenanspruch erworben habe, dann kriege ich den auch, wenn ich irgendwo anders wohne oder in einem anderen Staat. Also das sind Milchmädchenrechnungen, die man hier in einer seriösen Diskussion so nicht bieten sollte. Die Zukunft ist so nicht gesichert und wir sollten alle gemeinsam die Menschen überzeugen, wen auch immer in Südtirol, welche Volksgruppe auch immer oder Sprachgruppe auch immer, sollten wir überzeugen, dass eine Zukunft eben nicht in diesem Staat liegen kann, sondern in Europa. Ja, die EU wird Südtirol sicherlich nicht in irgendeiner Form als Außenseiter, als aussätziges Land behandeln. Wir haben was zu bieten und wir dürfen, so klein wir auch sind und so wenige wir auch sind, wir dürfen stolz darauf sein und wir dürfen selbstbewusst in die Zukunft gehen. Gut. Also ich kann mir jetzt lebhaft vorstellen, dass auch das Sven Knoll entsprechend selbstbewusst sich äußern wird. Herr Knoll, wie schaffen Sie es dann mit den Italienern? Also wie schaffen Sie es, die einzubinden? Denn also da liegt ja noch einiges im Argen. Und ohne die, das haben wir ja von verschiedener Seite gehört, geht es ja nun doch nicht. Ich finde es eigentlich amüsant, wie hier die Realität völlig ad absurdum gedreht wird. Hans, wenn man deiner Logik folgen würde, dann dürfte es eigentlich in ganz Afrika heute noch europäische Kolonien geben. Denn dann hätten die Europäer mit dem gleichen Recht sagen können, nein, ihr dürft euch jetzt nicht für die Unabhängigkeit entscheiden oder ihr dürft keine Abstimmungen haben, dort wo es die gegeben hat, weil dann wären ja wir als Mitabstimmende in der Minderheit, weil ihr seid ja ansässig in diesem Gebiet. Was ist denn das für eine Logik? Die Italiener haben sich Südtirol gestohlen und heute sollen wir nicht abstimmen dürfen, weil dann die Italiener in der Minderheit wären. Was ist denn das bitte für eine Logik auch von Gerechtigkeit und Demokratie? Ich denke, es muss doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine Bevölkerung das souverän hat, über die eigene Zukunft zu entscheiden.
Wenn wir uns die Hände binden lassen und sagen, nein, wir dürfen nicht mehr über unsere eigene Zukunft bestimmen, weil ein Teil der Bevölkerung, das unser Land gestohlen hat, vielleicht dann in eine Minderheit versetzt würde. Deswegen verbauen wir uns unsere eigene Zukunft. Also das ist eine Zukunft, mit der ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben möchte. Aber was ich garantiere, ist, dass die Italiener in Südtirol die vollen Rechte behalten. Und das ist unsere Aufgabe, dass den Italienern auch mal klarer Wein eingeschenkt wird. Was soll denn bitte der Italiener davon halten, wenn es heißt, okay, wir werden uns von Italien abspalten, dann machen wir aber doch wieder eine Wiedervereinigung. Ja, irgendwo muss man auch den Italienern sagen, wo diese Reise hingehen soll. Und ich denke, hier braucht es einfach klare Fakten. Man muss den Italienern sagen, wir wollen weg von diesem Staat. Wir haben auch das Recht zu entscheiden, dass wir von diesem Staat weg wollen, weil wir nie zu diesem Staat gehört haben. Und wir haben dieses Recht nicht deswegen, weil wir eine tolle Wirtschaft haben oder weil wir viel Strom produzieren, sondern weil wir Teil der Tiroler Bevölkerung sind, die genauso in Nord- und Osttirol lebt. Deswegen habe ich auch keine Freude damit, wenn auch hier immer die Bevölkerung wieder aufgespaltet wird. Denn wenn wir uns ein bisschen das Identitätsbewusstsein der Südtiroler anschauen, dann ist das Südtirol-Bewusstsein beispielsweise in Bozen nicht gleich stark wie im Bustertal. Dann können wir auch nicht morgen hergehen und sagen, ja gut, dann haben wir mit den Bozen und morgen nichts zu tun. Wir sind dieselben Leute nördlich wie südlich des Brenners. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum wir als Südtiroler auch überhaupt eine Autonomie haben und warum uns auch das Recht auf Selbstbestimmung zusteht. Und da heißt es nicht, dass wenn wir das Recht auf Selbstbestimmung ausüben, dass wir dann die Italiener ausschließen. Es hat im alten Tirol genauso die Welschtiroler gegeben, die deswegen nicht schlechter behandelt worden sind. Und Hans, eine Frage möchte ich dir umgekehrt stellen. Glaubst du, dass unsere Zukunft, dass Südtirol, schlechter dastehen würde, wenn wir nicht mehr Teil des italienischen Staates wären? Wenn wir vielleicht morgen wieder in einem wiedervereinten Tirol wären, wo wir alle wirtschaftlichen und politischen Rechte hätten, wo wir den Italienern umfangreiche Zugeständnisse auch in kultureller Ebene machen könnten, wo niemand benachteiligt werden würde? Wäre das eine schlechtere Zukunft deiner Meinung nach? Für mich ist der zentrale Punkt, dass man die Italiener auf diesem Weg mitnehmen muss, wenn man ihn gehen will. Wir als Grüne wollen diesen Weg nicht gehen. Das sei in aller Entschiedenheit nochmals betont. Die Italiener muss man mitnehmen. Die Frage ist schon, was tut ihr, um die Italiener auf diesem Weg mitzunehmen? Südtiroler Freiheit, die Freiheitlichen, von denen hörte man relativ selten ein Parliamoci. Mach doch diese Versammlungen in Bozen im Don Bosco-Viertel, damit die Überzeugung geweckt wird für diesen Weg aus Italien raus und in einen gemeinsamen Freistaat oder Zusammengehörigkeit. Dann ist die Glaubwürdigkeit deutlich höher, als ich sie hier vernehmen kann. Also aus meiner Sicht ist diese Form eben sozusagen eine relativ starke Minderheit hier mit ins Boot holen zu wollen und sie sozusagen mit in eine ungewisse Zukunft zu jagen, absolut untragbar. Die Italiener, wenn sie unter diesen Umständen in einem Freistaat oder bei Österreich landen würden, so wären sie gewiss eine irredente, eine unzufriedene, kleine, alarmierte Minderheit, die sie bereits jetzt schon sind im Rahmen der Autonomie. Eine ängstliche, verängstigte Minderheit vor den großen Brüdern, vor denen sie selbst. Das ist aus meiner Sicht bereits jetzt schon zum Teil eben diese Haltung ist bereits jetzt schon da und in einem Freistaat oder in einer anderen Situation wäre das noch sehr viel stärker ausgeprägt. Also das muss man sehen. Mir fehlt hier die Überzeugungsarbeit, um wirklich glaubwürdig zu sein. Nochmals, wir haben seit 30, 40 Jahren im Zusammenhang mit dem italienischen Staat und aufgrund der Autonomie exzellente wirtschaftliche Bedingungen, exzellente Bedingungen der kulturellen Entwicklung vorgefunden und sie selber mit sehr viel Energie ausgebaut. Ich bin persönlich und als Grüne nicht bereit, diese Form der Autonomie aufs Spiel zu setzen. Das heißt nicht, dass ich den italienischen Staat liebe, ganz und gar nicht, aber mir ist diese Form einer durchlässigen autonomen Region, Provinz nach Süden und vor allem nach Norden und nach Europa hin, weitaus lieber als dieses Experiment auf einer Schaluppe, die entweder Freistaat oder Rückkehr zu Tirol heißt. Also ich denke, das ist eine andere Zukunft, die wir uns hier vorstellen.
Gut, jetzt muss ich natürlich auch an die beiden Herren hier oben, also eine, also sie doch in die Diskussion mit einbeziehen. Herr Janet, also ich weiß schon, die beiden kamen jetzt etwas ins Hintertreffen, aber das werden wir jetzt versuchen, diese Schwarte wieder rauszuwetzen. Herr Janet, ich habe mich auch als Vorbereiter für die heutige Diskussion auch mit den Staatsfinanzen und der Wirtschaftsleistung Italiens etwas näher auseinandergesetzt. Und da ist mir etwas aufgefallen. Wenn wir jetzt diesen 10-Jahres-Rhythmus nehmen, das kommt ja immer wieder gut an, also diese 10-Jahres-Abstände, dann hat Italien ein reales Bruttoinlandsprodukt von sage und schreibe 0,5%. Es liegt damit nicht ganz am Schluss, also auf europäischer Ebene in jedem Fall, aber es gibt noch zwei Staaten, die schlechter sind, und zwar sage und schreibe Haiti und Zimbabwe. Also das sagt ja schon einiges aus. Jetzt muss ich mir aber die andere Frage im Umkehrschluss stellen. Also die Wirtschaftsleistung Italiens ist sie, wie sie ist. Die wirtschaftliche Situation ist nun einmal, wie sie ist. Aber wäre aus Ihrer Sicht eine eigenständige Europaregion Tirol oder Südtirol als Freistaat, als Regionalstaat, dauerhaft lebens- und überlebensfähiger? Ich schließe dann eine andere Frage an, aber ich möchte da Ihre ganz persönliche Sichtweise auch hören. Also, ob das möglich ist und wenn ja, in welcher Form? Also ich bin der Meinung, das ist sicherlich möglich, aber um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir erst da gewisse Kompetenzen noch, braucht Südtirol gewisse Kompetenzen auch. Es braucht sicher einmal die erste Kompetenz, die volle Finanzautonomie. Es braucht sicher die volle Autonomie, was heute das Sozialversicherungssystem betrifft. Also hier Eigenständigkeit, vor allem was die IMTA betrifft. Es braucht die volle Autonomie, was das Arbeitsrecht betrifft, also was vor allem die Arbeitsgesetze betrifft. Und wenn wir wirklich die volle Kompetenzen in allen Bereichen haben, dann bin ich der Meinung, können wir das Ziel Selbstständigkeit, Freistaat oder Europaregion wirklich erreichen. Aber zuerst, glaube ich, braucht es einmal diese ganzen Kompetenzen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn wenn wir diese Kompetenzen nicht haben, dann besteht wirklich die Gefahr, da ist ein Loch. Und dieses Loch müssen wir vermeiden. Denn ich glaube, sicher, man kann die Selbstbestimmung machen, aber auch die Leute wollen eine gewisse Sicherheit. Die Leute wollen die Sicherheit, was die Renten betrifft, die Leute wollen die Sicherheit vom Arbeitsplatz, die Leute wollen Sicherheit, was die Steuern betrifft. Und deswegen bin ich der Meinung, zuerst müssen wir diese Kompetenzen erreichen, diese Kompetenzen erhalten, und dann, glaube ich, kann der Freistaat, kann eine Europaregion Tirol wirklich funktionieren. Herr Janet, diesbezüglich gibt es ja noch eine andere Aussage, die mir aufgefallen ist, und da zitiere ich jetzt den SVP-Parlamentarier Siegfried Brucker, der ja festgestellt hat, dass Südtirol in der aktuellen Situation auch in einem Freistaat oder als eigenständiges Gebilde, egal welcher Form, nicht in der Lage wäre, die heutigen Renten zu finanzieren, also der Südtiroler. Also das passt dann ja auch nicht zusammen, beziehungsweise was kann man denn da dagegen tun? Das glaube ich nicht, dass wir nicht imstande sind, die Renten zu finanzieren. Ich glaube, das Rentensystem hat sich ja in ganz Italien geändert. Also mit der Rentenreform von 1995 wissen wir ja, dass die Zukunft, die Leute mit dem Beitragssystem in Rente gehen, alles was sie einzahlen, erhalten sie morgen als Rente heraus. Und hier, glaube ich, hat man bald die Rechnung gemacht. Ich glaube, es ist eine Datenbank von jeder einzelnen Person, und dann kann man wirklich sagen, das zahle ich ein und das erhalte ich dann als Rente. Ich glaube, wir haben ja in Südtirol einen Rentenzusatzfonds. Wenn man das jetzt anschaut, da kann sich wirklich italienweit mit jedem anderen Rentenzusatzfonds messen, und da sehen wir, dass dieser Rentenzusatzfonds auch finanzierbar ist. Deswegen lasse ich diese Frage diese Argumentation vom Abgeordneten Brucker, die stimmt nicht. Und ich glaube, die Renten, die können wir finanzieren. Und deswegen sage ich nochmal, wir müssen die
gesamte Sozialversicherung. Denn hier ist nicht nur das Rentensystem, hier geht es auch um Einzahlungen, was die Arbeitslosigkeit betrifft, um die Einzahlungen von Lohnausgleich, Mobilität, also hier Familiengelder, hier sind wirklich andere Sachen auch noch zu regeln, aber ich bin überzeugt, dass wir imstande sind, dies in Zukunft zu finanzieren. Also reiches Südtirol, und es wäre schon etwas komisch, wenn dieses reiche Land die eigenen Renten nicht bezahlen könnte. Aber Sie haben es ja entsprechend gut beantwortet. Herr Lahner, wollen uns die Tiroler überhaupt noch? Beziehungsweise umgekehrt gefragt, wollen wir die Tiroler? Denn das ist ja auch so eine Frage. Und ich habe ja immer wieder auf der Universität Innsbruck zu tun, und da merke ich ganz deutlich, dass die Südtiroler und die Tiroler doch sich etwas entzweit haben und dass da also von gemeinsamen Banden mitunter relativ wenig zu spüren ist. Es ist sicher richtig, dass sich die Nord- und Südtiroler bzw. Osttiroler entfernt haben. Es ist schade, dass das passiert ist, und man muss sich die Frage stellen, warum ist das passiert? Liegt das hier nicht auch an der Politik vielleicht, die in Südtirol in den letzten 20 Jahren gemacht wurde? Liegt es vielleicht auch daran, dass die Südtiroler sozusagen zu einer, sagen wir, etwas hochnäsigen Art manchmal tendieren, weil sie glauben, besser zu sein als die Nordtiroler, weil sie mit einem Landeshaushalt aufwarten, der ein Teil dessen ist, was Nordtirol hat? Es ist irgendwo, liegt es sicherlich an uns selber, aber es liegt sicherlich auch daran, wie wird Südtirol nach außen präsentiert. Und es liegt auch daran, wie zum Beispiel unsere Studenten, also die Südtiroler Studenten, sich draußen in Innsbruck manchmal benehmen. Also ich habe Sachen gehört von Nordtiroler Schützenkameraden, wo ich mich fast musste entschuldigen für meine, unter Anführungszeichen, Landsleute, weil es eben so ist. Und es ist auch so, dass man vielleicht, wenn zum Beispiel, ich habe es auch mit einem Osttiroler Kameraden besprochen, die sehr viel hier in Südtirol arbeiten, wenn sie dann auf Baustellen beschimpft werden als Österreicher, dann ist das schon ein Problem. Nur glaube ich, muss eben wieder zusammenwachsen, was zusammengehört, und es braucht vielleicht etwas Geduld, und wir als Schützen bemühen uns sehr, das voranzutreiben, also das gegenseitige Wiederannähern. Die letzten, Südtirol ist vom Rest Österreichs 90 Jahre getrennt, und das hat sicherlich seine Spuren hinterlassen. Aber ich glaube nicht, dass uns das daran hindern sollte, wieder zusammenzukommen. Und ich empfinde es, also wie wir im Schützenbund in letzter Zeit mit den Nordtiroler Kameraden zusammenarbeiten, ist wirklich beispielhaft. Also wir sind auf dem Weg zu einem gemeinsamen Bund, sofern dies, soweit dies möglich ist. Da wir ja in zwei verschiedenen Staaten leben, ist das Vereinsrecht ja ganz unterschiedlich, und es muss vieles abgeklärt werden, obwohl uns die Frau Kassler-Tamuria das zur Aufgabe gestellt hat, einen gemeinsamen Bund zu gründen, einen Landeskommandant zu gründen, weil wir Tiroler ja, oder wir Schützen ja Parade sein sollten für dieses Zusammenleben. Wir versuchen sehr viel zusammenzuarbeiten, wenn man uns lässt und nach den Grundlagen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen. Warum wählen Sie nicht den gemeinsamen Landeskommandanten? Weil es vereinsrechtlich momentan sehr, sehr schwierig ist. Also wir sind vereinsrechtlich getrennt, es geht um Versicherungen, das sind ganz primitive Sachen, die uns daran hindern, effektiv daran hindern. Es ist ja schon lächerlich, dass die Nord- und Osttiroler Schützen in Südtirol mit ihren Säbeln, nur weil sie etwas spitzer sind als unsere Säbel, nicht herein dürfen, oder mit ihren Gewehren, die auch nur historische Waffen sind, dessen Tauglichkeit ebenso in Frage gestellt ist. Vielleicht sind unsere, da ja an unseren mehrfach herumhantiert wurde, dass ich kein Schuss mehr lösen kann, aber sind unsere vielleicht gefährlicher als jene draußen, die vielleicht noch unter Anführungszeichen funktionstüchtig sind. Also die Gefährlichkeit der sogenannten Spitzendinger. Frau Stucker, wie kann man es schaffen, dass die verschiedenen Tiroler Landesteile wieder mehr zusammenwachsen? Ich weiß, das ist eine ewig zu stellende Frage, also wird vielfältig diskutiert. Es gab ja auch schon entsprechende Bestrebungen, aber was, verflixt nochmal, kann man umsetzen, damit wieder
wie man das so schön sagen kann, zusammenwachsen kann, was zusammengehören kann? Also zusammenwachsen hängt natürlich immer von den Menschen ab, wobei eines vorausgeschickt werden soll: Es hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur in Südtirol, sondern auch im Trentino und im Bundesland Tirol eine ganz starke Eigenstaatlichkeit fast herausgebildet. Alle diese Regionen haben für sich selber eine unglaublich starke Identität entwickelt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass jetzt dieses Miteinander möglicherweise auch deswegen ein bisschen schwieriger sich gestaltet, weil alle eine ganz klare Eigendefinition von sich selber entwickelt haben und die auch natürlich in der Landespolitik jeweils sich umgesetzt haben. Das müssen wir ganz klar sagen. Wie kann man wieder besser zusammenkommen? Für mich ganz entscheidend, die Leute müssen miteinander arbeiten. Wenn man irgendetwas miteinander weiterbringt, irgendetwas miteinander bewerkstelligt, irgendetwas miteinander macht, dann kommt man zusammen. Es ist sicher nicht damit getan, dass wir gemeinsame Feste feiern, wo wir möglicherweise auch noch auf getrennten Tischen sitzen, sondern wichtig ist, dass wir versuchen, gemeinsam etwas weiterzubringen. Und ich denke, dass die Schützen da durchaus ein sehr positives Vorbild sind. Von denen müssen wir aber viel mehr schaffen. Einige Dinge hoffe ich doch sehr, dass auch die EVTZ weiterbringt. Ich weiß jetzt, dass man jetzt ganz konkret über eine Reihe von Schulprojekten nicht nur redet, sondern dass die jetzt ganz konkret zum Beispiel angegangen werden, wo einfach junge Menschen gemeinsam etwas realisieren sollen. Und so, denke ich mir, müsste eine Reihe von anderen Projekten auch noch entstehen, wo man miteinander etwas weiterbringt, miteinander etwas bewerkstelligt. Aber vielleicht gestatten Sie mir noch zur gesamten Diskussion, wie sie jetzt gelaufen ist, noch ein paar Anmerkungen. Ich stimme mit vielen dieser Überlegungen überein. Und auch mit der Möglichkeit, wenn man jetzt das finanziell überlegt, was man schaffen, was man umsetzen kann. Nur eines vielleicht ist schon ganz wichtig, einfach um der Realität halber noch einmal klarer anzuführen. Wenn man Wünsche äußert, dann gehöre ich sicher auch zu jenen, die großartige Vorstellungen diesbezüglich hätten. Aber noch einmal, wie war es oder welche Möglichkeiten der Selbstbestimmung hat es denn in Europa in den letzten Jahrzehnten gegeben, die konkret umgesetzt worden sind und wo wir vergleichbare Situationen wie in Südtirol haben? Im Grunde kommt heraus, es war eigentlich nur das Kosovo. Es war nur das Kosovo. Warum ist es in Kosovo zu dieser Situation gekommen? Ich denke, wir wissen alle noch, wie viele Menschen sich dort auf der Flucht befunden haben. Wir wissen alle noch, welchen fürchterlichen Krieg es dort gegeben hat. Und dass die einzige Lösung in diesem Fall nach diesen fürchterlichen Gemetzeln darin bestanden hat, dass man gesagt hat, die verschiedenen Schritte, die gemacht worden sind, hin zu diesem selbstständigen Staat, die sind dann auch von den internationalen Gremien begleitet worden. Aber der Hintergrund war der. Ansonsten haben die europäischen Staaten sich gegenseitig in den Verträgen sozusagen verpflichtend, haben sie vereinbart, dass sie die Integrität der jeweiligen staatlichen Grenzen respektieren. Das ist Vertrag Lissabon. Das sind die europäischen Verträge, die das immer wieder sagen. Und im Grunde hat die Europäische Union ganz klar auch in ihren Richtlinien drin, dass sie jeden Staat natürlich auch überprüft auf das, was er mit Minderheiten macht. Also es dürfte innerhalb der Europäischen Union keine Diskriminierung von Minderheiten geben. Deswegen hat es danach auch nach diesen fürchterlichen Auseinandersetzungen die Möglichkeit gegeben, den Kosovo in die Selbstständigkeit zu entlassen. Aber die Europäische Union schaut mit dem, dass sie auf die Minderheiten schaut, tut sie gleichzeitig natürlich noch einmal unterstreichen die Integrität der jeweiligen staatlichen Grenzen. Und das müssen wir ganz einfach wissen, auch wenn wir die Diskussion realistisch führen wollen. Weil
Sonst kommen wir ein bisschen in die Situation, dass wir sehr viele Wunschträume haben, die aber an der Realität scheitern. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir alles tun müssen, um uns weiterhin so weit vorzubereiten, weil niemand weiß, was in 10 oder 20 Jahren sein wird. Aber im Moment müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass auch das die reale Situation ist, von der wir auszugehen haben. Also weg von der Utopie, also vom Wunschdenken, realistisch bleiben. Also kann man Ihre Stellungnahme auf den Punkt bringen. Gut. Frau Mayer, dann könnte man ja eines irgendwo sich doch zu Gemüte führen. Wenn Italien aus der EU fliegen würde, dann wären wir dann ja wiederum frei, also den Weg in die EU also anzustreben. Und dann hätte man ja wiederum diesen Weg offen, oder? Da kann man das Ganze ja umdrehen. Also das ist alles Theorie, ich weiß. Das ist alles Theorie und ich glaube nicht, dass Italien aus der EU fliegt. Wobei ich sagen muss, ganz offen, ganz ehrlich, so brutal schlimm wäre es gar nicht einmal. Ich glaube, dass das Italien sehr gut tun würde. Aber mir geht es nicht um diesen Staat. Ich bin nicht hier, um die Rettung von Italien irgendwo heraufzubeschwören oder hier Ratschläge zu geben, sondern es geht schon um unser Land und um unsere Zukunft. Und ich möchte hier auf ein paar Dinge eingehen. Was die Minderheiten anbelangt, Minderheitenschutz ist nicht einmal in der europäischen Verfassung verankert. Europa pfeift auf seine Minderheiten. Das ist die Wahrheit. Zum Kollegen Heiß, lieber Hans Heiß, ich weiß, du weißt, ich wertschätze dich als Person, aber ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass ausgerechnet die Grünen, die ja mal Revoluzer waren, sich alternativ genannt haben, wenn es um die Zukunft Südtirols geht, keine Alternative haben. Ihr seid beim Verharren im Status quo. Das bedeutet für mich antijugendlich, das bedeutet für mich irgendwo Denkverbot, das bedeutet für mich irgendwo ein Brett vor den Augen zu haben. Also weiß ich nicht, also das hat mit alternativ in dem Sinn nicht mehr wirklich viel etwas zu tun und ihr sprecht hier ja irgendwo auch gegen eure eigene Jugend, die sich schon einmal ganz anders ausgesprochen hat. Was das Pagliamoci anbelangt, du hast uns angesprochen, dass wir noch nie konkret das Gespräch mit den Italienern